Sehr geehrter Herr Ehrenbürgermeister Brunswick, lieber Willi, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft, liebe Ratsmitglieder, liebe Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Vertreter der Presse. Ja, das ist so. Ich freue mich wirklich, dass ich erneut zum Bürgermeister der Stadt Moers gewählt worden bin und bin mir aber durchaus auch der Verantwortung bewusst. Wir haben ja noch wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, in unterschiedlichen Intensitäten, den, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber er ist nun einmal so geläufig, den Wahlkampf mehr oder weniger spürbar in uns. Aber jetzt fängt eine andere Zeit. Wahlen. Ich darf zunächst einmal ganz herzlichen Dank denjenigen sagen, natürlich denjenigen sagen, und wir hatten ja keine separate Wahlveranstaltung aufgrund der Corona-Umstände im Rathaus oder an anderem Ort durchführen können, dass ich deshalb diese Gelegenheit nutze, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die zu sagen, die mich als Bürgermeister gewählt haben. Ich darf aber auch ganz herzliches Dankeschön denen sagen, überhaupt, die zur Wahl gegangen sind, denn das gehört zu der Erkenntnis auch der zurückliegenden Kommunalwahl mit dazu, dass 50% der Bürgerschaft nicht gewählt haben. Ich will das nicht als Vorwurf an die Nichtwähler verstanden wissen, sondern vielmehr als Appell an uns, dass wir uns als politisch Verantwortliche Gedanken darum machen müssen, wie wir auch zukünftig diese Menschen für Politik, zumindest wenn es um das Wählen geht, begeistern und animieren können und deutlich machen, worum es geht. Das ist, glaube ich, angesichts der Bilder, die nach wie vor über Wochen und Monate hinweg jetzt schon für uns, die wir die Nachrichten schauen, die Zeitungen lesen, in Belarus oder in Hongkong Alltag sind und uns unglücklich stimmen als politisch Mandatsträger. Das sind Dinge, die es schön wäre zu verändern zukünftig. Wir werden im kommenden Jahr die Bundestagswahl haben und wollen hoffen, dass dort nicht nur naturgemäß die Zahl der Wählerinnen und Wähler steigt, sondern dass hoffentlich auch hier in Moers wir schon bis dahin es geschafft haben, noch mehr Menschen zu aktivieren, zur Wahl zu gehen. Und wir tragen den Wahlkampf noch in uns. Ja, das mag so sein. Es mag persönliche Befindlichkeitsverletzungen, es mag Enttäuschungen, es mag Frustrationen gegeben haben oder vielleicht gibt es sie auch noch. Aber jetzt ist unser aller Aufgabe hier als Rat der Stadt Moers, wie der Sportler sagt, Mund abputzen, weitermachen. Jetzt ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit den unterschiedlichen Positionen, die wir alle sicherlich haben werden, hier zum Wohle der Stadt, und das heißt nichts anderes als zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und das ist das vornehme und ehrenwerte Ziel und die vornehme und ehrenwerte Aufgabe dieses Hauses. Und deshalb bitte ich trotz aller Betroffenheiten, in welcher Form auch immer, dass wir uns das in jedem Moment unseres Zusammentreffens, auch in den Ausschüssen, bewusst machen, für wen wir angetreten sind. Es ist kein Platz für ideologische Verbrenntheit, es ist kein Platz für persönliche Betroffenheiten. Es gilt hier einzig und allein dem Ziel, nämlich dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger Rechnung tragend, hier Entscheidungen zu treffen. Dass dies natürlich nicht immer von den gleichen politischen Erwägungen getragen sind, das liegt in der Natur der Sache der Demokratie. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir in diesem Haus hier streiten dürfen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir das sagen dürfen, was wir meinen, was wir in diesem Moment sagen müssen. Der Rat der Stadt Moers ist so heterogen wie nie. Wir haben 8 Fraktionen und ein Einzelratsmitglied. Und deshalb gehört auch mit dazu, um die Funktionstauglichkeit dieses Hauses hier zu gewährleisten, dass wir uns eine neue Geschäftsordnung geben. Das werden wir gleich tun, in der Form, dass wir die Redezeit begrenzen werden. Und auch ich will mich direkt mit gutem Beispiel dazu anmelden und auch jetzt nicht mehr viel sagen, sondern nochmal darauf hinweisen, dass man auch da über die Zeiten sicherlich trefflich diskutieren kann. Aber wir sollten tatsächlich darauf achten, dass wir hier im Rat, aber auch in unseren Ausschüssen aufgrund des sicherlich bestehenden Bedürfnisses, und das werden viele von Ihnen, die dem Hause schon viele Jahre und Jahrzehnte angehören, wissen, auch ich weiß es aus der vergangenen Zeit, aus der vergangenen Wahlperiode der letzten 6 Jahre, es gibt immer wieder das Bedürfnis, sprechen zu müssen, aber dass man wirklich allen die Möglichkeit einräumt und dass es nicht ausufert, dafür wollen wir heute die Geschäftsordnung dahingehend verändern, dass wir die Redezeit beschränken. Und im Vorfeld mit den Gremien Ihrer Fraktionen besprochen, trifft das auf eine große Zustimmung.
Deshalb nochmals der eindringliche Appell, lassen Sie uns gemeinsam für gute Zusammenarbeit stehen. Lassen Sie uns darauf achten, dass wenn wir miteinander politisch streiten, dass es immer eine politische Diskussion bleibt, dass es keine persönlichen Angriffe und Anfeindungen gibt, dass es nicht unter die Gürtellinie geht und dass wir ein Vorbild sind für unsere Gesellschaft, was Anstand und Dialog, auch kontroverser Dialog, für uns alle bedeuten kann, in unserer Stadt und darüber hinaus. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür und uns allen eine gute Arbeit.